Es geht los. Ich werde jetzt geschminkt. Und dann bin ich heute der Erste. Es kommt selten vor, dass ich als Erstes am Set bin. Ich werde irgendwie im Raum rumlaufen, rumstehen und vor mich hinsingen. Wie ich das immer so zu Hause mache. Es ist der Tag eins nach dir. Ich habe so viel geweint wie noch nie. Und jetzt rufst du nicht mal an, wenn du es nicht wieder tust, was dann? Ich kann für nichts garantieren, es ist der Tag eins nach dir. Du hast noch so viele Sachen bei mir. Und wann immer ich was sehe, tut genau die Stelle weh, an der mein Herz für dich steht. Da sind wir, hier mit Tasche und so. Zum Videodreh Tag 1 nach dir. Was ist dran? Die Stars sind auch da jetzt. Hat schon begonnen, wir sind ein bisschen später gekommen, wir durften ein bisschen ausschlafen, wir haben jetzt 10:30. CJ muss, glaube ich, schon um 7 Uhr aufstehen. Wir durften heute zur Belohnung bis um 10 schlafen. Nee, bis um 9. Okay, Leute, wir sind jetzt fertig hier. CJ ist durch. Wir fahren zusammen jetzt in den Victoria Park und drehen meine Strophe. Und jetzt sind die hier alle im Aufmarsch. Die Darstellerin auch. Alle sind hier irgendwie am Rumwuseln. Wir fahren jetzt los und ihr kommt mit. Ja. So. Hi. Also ich bin der Parkwächter. Ich habe hier irgendwie gerade festgestellt, dass hier irgendwie ein Video im Gange ist. Also es sieht aus, als ob hier ein Video gedreht wird. Was hat er gefahren? Ich habe hier total viele Pizzapackungen entdeckt. Ich schreibe mir jetzt erstmal auf, weil ich das unter alles auch finde, dass hier der Park verschmutzt wird. Es geht ab, Leute. Wir sind gerade an meinem Set. Da hinten wird gerade noch gedreht. Da ist die Desiree. Das ist ja die, die am Ende stirbt in dem Video. Und ich habe gerade auf der Bank ein bisschen gerappt, dann haben wir so ein paar Szenen gedreht, wie sie mich anguckt, verschwindet und ich hier hinterher greife. Wir sollten uns so eine anflirten, ohne zu lachen. Und sie hat halt wirklich ein sehr hübsches Lachen und dann konnte ich halt nicht anders und musste dann auch lachen. Und ja, die Bilder werdet ihr sehen, ist auf jeden Fall sehr amüsant gewesen. Es ist der Tag eins nach dir. Du bist weg und ich merk, wie ich innerlich krepier. Ich kann die Leere in mir fühlen, der mein Herz schlägt nicht mehr. Hörst du das? Mein Herz schlägt nicht mehr. Es ist der Tag eins nach dir. Und ich will ständig mit dir reden, so als wärst du noch hier. So als wärst du in der Nähe, als könnte ich dich noch spüren. Als wär das Foto hier am Leben, doch es spricht nicht mit mir. Okay, Leute, wir sind hier am Set von Steve. Steve wird gleich eine Regenszene performen. Er hat schon Angst, weil wir haben mit Regen so unsere Erfahrung gemacht im Gottchen Geflügel-Video. Da war es ziemlich kalt und wahrscheinlich wird es hier nicht anders werden, weil das Grundwasser ist, was schön über ihn drüber geprasst wird. Und ja, kommt jetzt einfach mal mit. Da vorne seht ihr schon, ist das Auto, wo der Steve dann einsteigen wird. Und hier wird jetzt noch ein Kran aufgebaut. Da hinten haben sie schon diesen Wasserwerfer aufgebaut. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen jetzt hier umschauen mit mir zusammen? Egal wie weit ich fahr oder wie lange ich lauf, mit dir war es sonnenklar, jetzt hört der Regen nicht auf. Hab keine Antwort darauf, du warst einfach so weg, ohne nur ein Wort zu sagen, ohne Streit oder Stress. Alles was bleibt ist bis jetzt, du hast alles gelöscht und Erinnerungen verfliegen wie die Blätter im Herbst. Steh vor den Scherben und dem Mist, das ist alles was bleibt. Ich könnte schreien, doch ich muss schweigen, es ist alles vorbei. Wir drehen jetzt meine Performance-Szene. Ich werde suchend und traurig durch den Regen. Rennen, joggen, laufen, dann zu meinem Auto, in mein Auto einsteigen, natürlich im Auto auch noch weiter performen und dann finde ich einen Brief in meiner Tasche, der natürlich leider durch den Regen nicht mehr lesbar ist. Mhm. Man weiß natürlich nicht, ob das ein Abschiedsbrief ist oder ein Liebesbrief, man weiß es nicht, denn er ist ja unlesbar. Du bist so weit weg. Jetzt so die Abschlussszene und die Performance-Szene.
Wir haben die ganze Straße jetzt nass gemacht. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, weil es ziemlich eine ziemlich hohe Wasserdichte. Das ist nicht nah. Okay Leute, it's a wrap. Zumindest für uns. Die anderen gehen nochmal an die Endszene, wo das Mädel dann, das wird ihr dann irgendwann später erfahren. Und ja, es war auf jeden Fall geil. Wir hatten gerade hier eine geile Performance-Ebene. Wasser und alles. Und angeblich sieht man uns im Wasser und so. Und Fischaugen und Mischaugen und alles. Ja, also ich fand's geil. Was sagst du? Ja, ich denke, dass es gut geworden ist. Und ich bin sehr gespannt aufs Endresultat, was wir mit euch dann zusammen bei der Premiere sehen werden. Ja, wir sind auf jeden Fall durch hier an der Stelle. Wir gehen jetzt noch eine Kleinigkeit essen. Ein Döner für 2,50 Euro in Berlin. Und, ich glaube nicht, weil da ist eine Dame, die hat von McDonald's. Oh, das geholt. Ist natürlich noch besser, dann fressen wir schön ich? McDonald's. Und ich nehme ab! Ja, also dann gehe ich jetzt zu McDonald's, also hier was essen und dann. Wir sind hier raus, weißt du? Jetzt reicht das hier. Wir sind hier raus, weißt du? Ich werde auch langsam ein bisschen aggressiv werden. Besser, wenn du jetzt gehst. Aggressiv.